Was ist die Witwenrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das gesetzliche Rentenrecht kennt 17 Rentenarten. Eine davon ist die Witwenrente. Sie leitet sich aus der Versicherung des verstorbenen Ehegatten ab. Die Witwenrente ist für die weiblichen Hinterbliebenen gedacht. Das männliche Geschlecht bekommt die Witwerrente. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Witwenrente ist, dass die Witwe nicht wieder geheiratet hat und der verstorbene Versicherte die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren erfüllt hat. Dann bekommt die Witwe entweder die kleine Witwenrente für 24 Kalendermonate ausgezahlt oder die große Witwenrente, wenn sie ein eigenes Kind bis zum 18. Lebensjahr erzieht oder das 47. Lebensjahr vollendet hat oder erwerbsgemindert ist. Die ersten 3 Monate der kleinen und großen Witwenrente werden als Sterbequartalsgeld anrechnungsfrei als volle Rente des Verstorbenen oder Versicherten ausgezahlt. Einkommen wird an die Witwenrente angerechnet, wenn ein bestimmter Freibetrag monatlich überschritten ist. Oft haben Witwenrenten einen Abschlag wegen vorzeitiger Inanspruchnahme. Für die Witwenrente gibt es auch eine Zurechnungszeit, die die Witwenrente rechnerisch aufwertet. Näheres zum Thema Witwenrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.